Servus, liebe Wander- und Outdoor-Freunde. Ich bin unterwegs im tiefen Wald hier. Man sieht links und rechts gar nichts. Und da vorne, da warten zwei auf mich. Die gehen mit. Bleibt's mal dran. So, wie ich schon gesagt habe, bin ich nicht allein unterwegs heute für den Overnighter, sondern habe mitgebracht den Markus und den lieben Tom. Servus. Wir haben uns kennengelernt an unserem Bushcraft-Treffen im Sommer und haben gesagt, wir machen auf jeden Fall mal eine gemeinsame Tour. Das passiert jetzt und jetzt suchen wir uns einen schönen Platz. Jawohl. Ja, es soll ja relativ kalt werden heute. Mal schauen, ich habe einen anderen Schlafsack dabei, das muss ich heute alles mal testen. Da bin ich wirklich gespannt, wie das läuft. Und haben einen Platz gefunden, also im Forstweg. Das haben wir gedacht. So, Markus, du hast ein bisschen was zu essen eingepackt. Ja, das ist jetzt das Frühstück für morgen. Nee, Schmarrn, es gibt heute Abend noch einen Bohneneintopf, nachher Gulaschsuppen, morgen in der Früh gibt es einen Milchreis mit ein paar Früchte drin und morgen Mittag noch einen Bohneneintopf. Also eigentlich alles mit Bohnen und ein bisschen Brot. Was ist denn hier los? Haben wir einen vergessen? Das war der Weihnachtsmann. Der hat hier seinen Lebkuchen vorbei. Oh, Lebkuchen. Und seine Schokohörnchen und seine Wiener. Weil leck mich doch am Ärmel. Bisschen was zum Snacken für nachher. Ja, ihr habt ja gesehen, was die Jungs dabei haben zum Essen. Das reicht für eine ganze Mannschaft. Das ist mein Essen für heute. Frühstück gibt keins. Vergiss das Bier. Ich habe auch noch Chips dabei. Okay, Markus, ich glaube, ich top dich. So, das ist mein Setup heute. Der Carinthia Biwaksack wieder mit dem ultraleicht Tarp von AquaQuest. Das reicht. Heute wird sowieso und selbst wenn es regnet, bleibt es auch trocken. Einwandfrei. Mein Schlafsetup sieht heute so aus. Das ist der Defense 4 hier drin, dann die UL Isomatte und als Inlet eventuell den Swagman Roll heute. Genau, und später werde ich mir dann noch die Bundeswehr Isomatte mit drunter legen, dass schön warm ist. Also normalerweise sollte das funktionieren, so wie ich mir das vorgestellt habe, dass schön warm ist. Weil so kalt ist eigentlich jetzt nicht, ne? Es geht so. Ist nur angenehm. Ja, das Gesicht ist ein bisschen kalt, aber sonst ist eigentlich mehr feucht. Ja, der Jager kommt, muss aufhören. Ah, Markus, bist du auch da? Ja. Ja, Markus baut sich einen Dreiweinstuhl und wir haben eigentlich soweit alles fertig, der Tom und ich. Jetzt kommt der gemütliche Teil. Ist das zu lang?
Also Tom, dein Setup. Ja, ich habe den als Biwaksack, den Snugpack Stratosphere dabei. Ganz gutes Ding, ist sehr leicht, wiegt ein Kilo mit Gestänge. Innen drin habe ich den Takedo Akida Daunenschlafsack. Climate V Static, die halt auch als Wintervariante gedacht ist. Unten drunter habe ich halt eine wahnsinnig einfache Gewebeplane, um halt die Bodenfeuchtigkeit ein bisschen wegzuhalten und halt einfach um ein bisschen Lagerplatz zu haben. Und oben drauf setze ich mich eigentlich auf die Timerest Satellite, weil die halt variabel ist. Die kann ich mir dann immer so hinrichten, wie ich es brauche. Und als Dach habe ich heute mal das DD-Tab, der Klassiker, dabei. So, Markus, dein Setup für heute Nacht. Ja, eigentlich sehr einfach gehalten. Normalerweise schlafe ich ja wie du im Observer, aber ich momentan mag ich ein bisschen einfach mehr Kontakt mit der Außenwelt haben, draußen, wenn ich bin. Darum gibt es nur einen stinknormalen Biwaksack, gebraucht von der Bundeswehr. Drunter ist ein Defense 4 Schlafsack. Und als Isomatte habe ich eine große Expert-Isomatten. Wintertauglich. Ja, für den Winter auf jeden Fall. Mhm. Noch eine zum Sitzen oder als Backup, falls einmal da irgendwie ein Loch reinkommt. Mhm. Ansonsten bloß einfach ein Taub drüber gespannt und fertig. Und vielleicht so als Tipp, weil die Erfahrung habe ich auch schon gemacht, wenn man die Schlafmatte mit in den Biwaksack reintut, dann aufpassen, dass der nicht zu breit wird, die Isomatten zu breit ist, weil sonst, wenn man sich auf die Seite dreht, dann reicht da der Abstand nicht mehr aus. Die Isolierung vom Schlafsack wird komprimiert und dann friert es ein, dann hat man Kältebrücken. Darum vielleicht breitere Isomatten mit 63 cm haben die meistens unten drunter und so 51 cm, die wo die immer so standardmäßig haben. Kann man auch mit reinnehmen, auch mit 9 cm Stärken, habe ich schon ausprobiert. Funktioniert einwandfrei. Ja, genau, so. Das ist so mein Setup. Dann habe ich mir noch so einen kleinen Hocker gebaut. Da habe ich einfach das Oberteil von einem Dreibein genommen, aber um Gewicht und Platz zum Sparen einfach drei Stecken, gibt es ja im Wald genug. Ja, das war's so ziemlich. Also, mein Essen habt ihr ja schon gesehen. So. Prost, Freunde. Ja, schon ordentlich frisch, merkt man schon was. Oder, Jungs? Ein Schmarrn, sagt so er da. Ja, der Bayer da hinten. Der ey, super Wetter, super Neuschnee haben wir. So Leute, ideal, um mal endlich den Swagman Roll auszuprobieren von Helikontext, diesen ja, Whoopi, Poncho Liner etc. oder wie halt eben hier mit, also zum Anziehen als kompletten Poncho, weil die Temperatur jetzt genau richtig ist, man kam ja sonst nicht dazu. Mal schauen, also ich finde es jetzt schon angenehm warm. Ich habe vorhin meine Daunenjacke angehabt und die war jetzt nicht mehr oder weniger, also ich bin jetzt echt begeistert gerade. Das probiere ich jetzt mal aus, wie lange ich so aushalte. Ansonsten habe ich drunter bloß die Fließjacke Level 2 und Level 1. Aber im Moment ist super, passt. So, jetzt haben wir gerade hier so die Kerze aufgestellt und haben ein bisschen geratscht und da hatte Tommy erzählt, ja, ich habe jetzt wieder kalte Füße, was bei mir so der Standard ist, wir haben kein Feuer und da hatte Tom gerade gesagt, er hat sich jetzt so Einlagesohlen, oder wie heißt es, Einlegesohlen in die Schuhe reingestopft, die sich eben erwärmen. Vielleicht kennst du ein oder andere die Tüte, die sieht jetzt hier so aus. Es ist also eine echt coole Idee und der Tom war jetzt so nett und hat mir welche gegeben zum Ausprobieren.
Das werde ich dann mir mal in die Füße reinstopfen. Also in die Schuhe halt eben. Mal gespannt, wie das läuft. Ja, immer wieder was Neues. Glaube ich, ist gar nicht so schlecht, wenn es mal richtig eiskalt wird. Aber heute eben auch schon ziemlich kalte Füße wieder. So, ganz kurzes Statement. Ich habe jetzt da so 5 Minuten jetzt diese Einlegesohlen drin und es kribbelt richtig, weil es super warm wird. Aber ich finde es schon wieder geil. Top Sache, Tom. Dankeschön. Das ist ganz anders. Genau, klasse Sache. Ja, und so teuer sind die auch nicht. Werde ich mir auf jeden Fall ein paar holen. So, jetzt hat er geschafft, eingepackt, Swagman als Inlet, aber ich glaube, so kalt wird es heute Nacht nicht. Ist ja jetzt schon zu warm. Die Sohlen vom Tom, die habe ich raus, also diese Einlagen für die Schuhe. Und die wärmen jetzt schön die Füße im Schlafsack unten. Echt eine klasse Sache. So, dann also bis morgen. Wenn nichts passiert, sehen wir uns erst in der Früh wieder, wenn es hell ist. Guten Morgen. Guten Morgen. Morgen. Die habe ich auch fast rausgeworfen, aber die sind trotzdem. Ich weiß, das war so heiß in der Nacht. Der Oberhammer. Voll cool. Ja. Guten Morgen. Also ich habe auf jeden Fall super gut geschlafen. Fast durch. Nur mal eine halbe Stunde war ich mal wach zwischendrin irgendwann. So um 3 oder so. Da habe ich ein Käuzchen gehört. Naja. Ansonsten muss ich sagen, war es saugemütlich Setup. Höllenwarm, also richtig klasse und unten an den Füßen noch mit diesen Einlagesohlen, den lieben Tom. War das natürlich schon echt ganz schön gemütlich. Top Nacht. Draußen ist schon kalt, aber noch nimmt man das nicht so wahr, wenn man nicht ganz draußen ist. Ja, jetzt erstmal gemütlich Kaffee machen. So, der Tom beim Einpacken schon langsam. Moin. Tom, wie hast du geschlafen? Ja, wunderbar. War eine gute Nacht, hat alles gepasst. Kopfkissen, die Feuchtigkeit im Biwaksack war de facto nicht vorhanden, obwohl es jetzt keine Membran ist. Hinten das Luftloch offen gelassen, habe echt gut geschlafen. Auch weil es jetzt irgendwie so um die 0 Grad ein bisschen feucht draußen ist, aber im Biwaksack war wirklich urgemütlich, muss ich sagen. Also das hat eigentlich ganz gut gepasst. Das ist halt echt ein gutes Setup, muss ich jetzt sagen. Einwandfrei, oder? Ja, wunderbar geschlafen. Gerne eigentlich fast nochmal eine Nacht mehr. Wenn du gut schläfst, das ist echt die halbe Miete. Das, ja, da kann man gerne auch ein bisschen mehr Geld mal ausgeben, weil ein guter Schlaf draußen, das
Man schläft ja zu Hause auch gerne gut. Markus, wie hast denn du geschlafen und dein Setup, wie hast du es bewährt? Ich habe auch gut geschlafen. Ich bin so um 11 ungefähr haben wir ins Bett gegangen. Bis um 3 habe ich eigentlich sehr gut geschlafen. Dann habe ich meistens so eine Phase, wo dann ja, ich mich irgendwie umdrehen muss oder was. Und ich habe jetzt ja meine Isomatte, Biwaksack und den Defense 4 gehabt. Ich war sehr zufrieden, war sogar ein bisschen zu warm angezogen, habe noch so Merino-Beste angehabt. Ich habe dann gut geschlafen, dann war so eine Stunde, wo ich ja, nicht gewusst habe, wie ich mich hinlegen soll. Und dann ist es weitergegangen. Und sind wir in der Früh, bin ich dann noch raus zum Schiffen, bin ja auch nicht mehr der Jüngste. Und ansonsten also leichtes Kondenswasser innen drin gehabt, aber nur minimal. Ich habe dann in der Früh meinen Kaffee im Biwaksack schon, also vom Biwaksack aus gekocht, Reißverschluss auf und schon war wieder alles trocken. Also hat gut funktioniert. Was ich noch immer mache, also vielleicht bin ich da ein bisschen übervorsichtig, aber ich sprühe immer nur mit No-Bite die Reißverschlussleiste ein. Und somit bin ich dann auch sehr zufrieden, wenn ich aufwache und habe keine Käfer oder sonstiges da irgendwo um mein Gesicht rum. Zeckenthema ist jetzt wahrscheinlich um die Jahreszeit ein bisschen geringer, aber ja, sonst war es sehr angenehm. War jetzt auch erst die dritte Nacht in dem Biwaksack, weil sonst habe ich auch den Observer hergenommen und ich finde es cool, wenn man dann einfach sich dreht und dann hat man freien Blick aufs Feld. Ja, war alles super. Ja, wie hat es euch gefallen? Ja, sehr cool. Also wir kennen uns jetzt eigentlich nur vom Treffen und ein bisschen hin und her schreiben, aber einfach mal so, sage ich mal, ja, dich so Bernd Goes Wild zum Treffen, war sehr interessant. ja, super. Mir hat es sehr viel Spaß gemacht. Also gerne wieder, muss ich sagen. Mir auch, machen wir auf jeden Fall wieder. Ja, auf definitiv, ja. War lustig. Ja, war auf jeden Fall. Coole Übernachtung, ja. Ja, hat Spaß gemacht. Es war sehr gechillt mit euch. Ja. Klappt. Schön viel essen und gut schlafen und noch mehr coole essen. Coole Gespräche, ja, definitiv. Bei Kerzenschein. Ja, auf jeden Fall. Die Romantik. Nee, also jetzt, da die Kamera jetzt aus ist, mit denen, nee, nie wieder. Nie wieder. Quatsch. Never ever. Ernst beiseite. Wir sehen uns dann wieder hier auf meinem Kanal. Gibt noch ein interessantes Talk-Video oder gab es schon, weiß ich nicht, wie ich Lust habe. Und dann sehen wir uns hier draußen. Wieder in der Natur im schönen Wald. Bis zum nächsten Mal. Macht's es gut. Servus. Ciao. Ciao. Servus. Ciao.